Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei der Destiny Infobase. Ich bin's wieder, euer Christopher, und heute liefere ich euch den Guide zur neuen exotischen Waffe Bad Juju, beziehungsweise zu Deutsch schlechtes Karma. Ich möchte euch zeigen, wie ihr diese Waffe erhalten könnt, was dazugehört und welche Schritte notwendig sind, damit ihr die Waffe dann in euren Inventar begrüßen könnt. Als allererstes fliegen wir zunächst auf Nessus zu Werner 9940. Der hat direkt rechts neben sich eine Kiste stehen, die könnt ihr wie die anderen Kisten auch für 5000 Glimmer kaufen und erhaltet daraus die Einladung des Imperators. Dieser ruft euch zur Tributhalle, die ist ja jetzt neu dazugekommen mit dem neuen Weekly Reset und dort gibt es dementsprechend einiges zu entdecken. Geht also hier auf die Markierung, auf Nessus und rechts neben der Menagerie findet ihr das Symbol für die Tributhalle. Nun könnt ihr mit dem Antlitz von Kalos sprechen, das ist diese große Statue, die ihr sehen könnt und der gibt euch einen weiteren Questschritt. Nun müsst ihr einen der oberen Beutezüge, die ihr hier seht, annehmen und eben ausführen. Am einfachsten ist es hier, den Beutezug zu nehmen, wo man eben 50 Gegner töten muss oder eben zwei öffentliche Events in der träumenden Stadt. Das geht relativ schnell. Wenn ihr einen dieser Beutezüge erledigt habt, dann kehrt ihr zurück in die Tributhalle zu Kalos Antlitz und dieser gewährt euch zum einen Zutritt zur Tributhalle innerhalb des nächsten Questschritts und gibt euch auch die goldene Heldenhaftigkeit. Das ist eben ein weiterer Auftrag und innerhalb dieses Auftrages müsst ihr, um weiterzukommen, ganze 18 Tribute spenden. Jetzt fragt ihr euch, was sind Tribute? Ist ganz einfach. Ihr habt eben über eure Triumphe die Möglichkeit, Tribute zu erhalten. Dazu geht ihr, wie hier gezeigt, auf Zielorte, Nebenzielorte und da ist eben die Tributhalle. Und in der Tributhalle, da könnt ihr hier durch einige Triumphe eben auch Tribute erhalten. Das sind sozusagen Statuen, die euch an das erinnern, was jetzt in Jahr 2 alles passiert ist, beziehungsweise so ein bisschen rückblickend nochmal alles zeigen. Diese Tribute könnt ihr übrigens nicht nur über Triumphe bekommen, sondern vor allem auch über das Antlitz von Kalos. Der verkauft die nämlich für ziemlich viel Glimmer und Material. Und da kommen wir eben schon zur Krux bei dieser Sache. Ihr braucht sehr, sehr viel Material. Denn das benötigt ihr einfach, um die ganzen Tribute zu kaufen. Jeder Tribut lässt sich bis zu 5-mal kaufen insgesamt. Ihr seht dann immer hier, welche Materialien notwendig sind. Zur Not zerlegt wirklich viele von den Sachen, die ihr nicht braucht. Schaut in euren Tresor, was ihr davon nicht mehr benötigt. Holt euch legendäre Bruchstücke vor allen Dingen. Zerlegt Shader bzw. recycelt die für eben Glimmer. Und dann reist zu Spider, denn Spider hat ja ziemlich viel Materialien. Und da müsst ihr dann schauen, wie ihr es am besten macht, dass ihr immer wieder euch Faserglasnadeln kauft zum Beispiel oder Dämmerlichtbruchstücke und aber auch immer einen guten Glimmervorrat habt, um dann die entsprechenden Tribute kaufen zu können. Hier gibt es tatsächlich keinen Trick, außer ihr braucht sehr, sehr viel Material und wenn ihr das habt, diese 18 Tribute, wenn ihr die gekauft habt und das alles geklappt habt, dann stellt ihr die eben immer hier in die Halle rein, platziert die und in der Mitte seht ihr bereits, wenn ihr eingetreten seid, eine Kiste, eine ominöse. Und jedes Mal, umso weiter man kommt in Questschritt Goldene Heldenhaftigkeit, bekommt man solche Hundestatuen, also das sind diese Hunde von Kalos. Und irgendwann mit den 18. Tribut platziert man den letzten Hund um diese Truhe und erhält dann den weiteren Schritt Schädlingsbekämpfung und muss erneut zum Antlitz von Kalos. Der erzählt euch von einer ominösen, ja, Parallelebene, in die ihr euch begeben sollt.
Und daraufhin müsst ihr wieder in die Tributhalle und mit der Kiste sozusagen sprechen, die ihr in der Mitte seht. Und dann öffnet sich eben, zum einen seht ihr diesen Totenkopfschädel, ne? Der dürfte Spieler von Destiny 1 schon mal hellhörig werden lassen. Und dann habt ihr Zutritt zur Quest die andere Seite. Und dort müsst ihr auch hin zur anderen Seite. Es ist eine Aszendentenebene. Und hier gibt es nichts weiter zu beachten, außer spielt die Quest durch. Also, es geht ganz gut alleine. Ich habe das alleine durchgespielt. Natürlich muss man da ein bisschen mehr drauf achten, dass man nicht stirbt. Aber es gibt jetzt auch direkt keine eingeschränkten Bereiche. Das heißt, alles eigentlich locker easy. Selbst wenn ihr mal sterben solltet, ist das nicht großartig schlimm. Ihr spielt die Quest also durch. Da gibt es nichts weiter zu beachten. Ich möchte hier aber nochmal darauf hinweisen, wie gut ich die Quest fand. Also man kommt hier in eine Aszendentenebene der Leviathan. Also gerade wenn man den Raid gespielt hat, den Leviathan Raid, dann stolpert man da über die ein oder andere Location, wo man sagt, hey, guck mal, das ist ja ganz cool und das ist ja das und das und da möchte ich aber nicht allzu viel vorwegnehmen. Dann gegen Ende gibt es nochmal eine große Schlacht innerhalb der Quest mit einem sehr, sehr guten Soundtrack. Da wirklich nochmal Lob auch an Bungie. Und wenn ihr das Ganze durchgespielt habt, kommt ihr eben wieder aus der Aszendentenebene raus. Und siehe da, in der Kiste könnt ihr euch nun Bad Juju bzw. die Waffe Schlechtes Karma herausnehmen. Das ist ein Impulsgewehr, ein exotisches für diejenigen, die es nicht wissen. Und das hat es ganz schön in sich. Also ich konnte es jetzt schon anspielen bzw. habe es danach direkt angespielt, die Waffe. Und heilige Scheiße, das Ding macht ganz schön viel Schaden bzw. ist gerade für den PvE-Bereich, glaube ich, etwas sehr, sehr Interessantes. Denn wenn wir uns den intrinischen Perk anschauen, dann heißt es dort, Kills laden das Magazin nach, erhöhen den Schaden kurzzeitig und gewähren Superenergie, je nach Stärke des Fluchregens und feuert vollautomatisch, wenn ihr also gedrückt haltet. Ich zeige euch hier mal ein paar Szenen, also PvE-Gegner bekommt ihr damit relativ gut weg, dann lädt sich das Magazin noch nach, also die Waffe haut richtig rein. Im PvP ist es nicht ganz so mächtig, also da spürt man jetzt nicht wirklich den Vorteil, ist aber auch gut, wenn es im PvP genauso übermächtig wäre wie im PvE, dann gäbe es da, glaube ich, den ein oder anderen Nachteil, gerade dadurch, dass sich das Magazin ja auch nachlädt, beziehungsweise durch die Kills nachlädt. Das wäre dann ein bisschen blöd, wenn die Waffe dann noch zusätzlich richtig reinhauen würde. Aber prinzipiell richtig coole Waffe. Und ich hoffe, wir konnten euch jetzt helfen, so dass ihr Bad Juju bzw. Schlechtes Karma bald euer eigen nennen könnt, liebe Hüter. Lasst uns einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen und vor allen Dingen geholfen hat. Und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um in Zukunft auch nichts mehr zu verpassen. Bis dahin wünscht das Team der Destiny Infobase euch guten Loot im Licht des Reisenden.